So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thea The Awakening. Unser Dorf ist augenscheinlich in Gefahr, weil Riesen wieder aufgewacht sind. War ja klar, DLC und alles. Verdammt, was können wir so tun? Wer sind diese Riesen und warum wandern sie umher? Kosti pauses for a second, then speaks. If you open your hearts and minds, you will hear your God's wisdom and receive their guidance. But you must walk their path. Wir werden den Worten unserer Götter folgen. Your deity follows the mysterious path of the shadowy knights and the mystical worlds. May your own path be lit by their guidance. Okay, alle kriegen erstmal eine ganze Weile lang entweder Magic, also Magic und oder Will. Das ist nicht schlecht. The Oracle speaks, her voice ghostly and unnatural. There are but a few left in this world who yet remember that the gods once banished the giants to their slumber for the safety of all. But now the darkness has unsettled this ancient lore. You must seek out those who still hold such knowledge and gain their help. Go now. Doch wir finden wir jene, die jenes Wissen besitzen. Go seek out an old mound where a stump of an oaken tree lies atop a hillside. There you will find the earth can speak for itself and thus guide you towards understanding. Wir werden eurem Ratschlag folgen. Wir werden nach diesem Wissen suchen und versuchen, einen Weg zu finden, um den Aufstieg der Riesen zu verhindern. Eigentlich wollte ich doch noch... Your village is swarmed by the wailing wraiths. They are a force of pure darkness, a menacing wave of tormented souls who seek nothing but the destruction of all life. It seems they have become more frequent of late, more angered and active for some reason. Eigentlich wollte ich doch nur den Endboss erledigen. Versucht einen Schutzzauber zu wirken. Those who know the mystical ways of magic create a protection spell. It holds much of the evil at bay, but you still need to fight or lives will be lost. Ja, beginnen wir mit dem Zauberspruch. Your willpower proves stronger than the malicious force of the wailing wraiths. This time, none of your people died. Gut, hoffen wir, dass das nicht so schnell nochmal passiert. So, wir haben jetzt ja erstmal viel zu viel Gewicht in der Truppe. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Kram zerlegen, den wir nicht brauchen, insbesondere Rüstung. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel... Ja. Zerlegen. Ich zerlege deutlich lieber, als dass ich einfach zerstöre, wenn ich ehrlich bin. Klar, insgesamt haben wir dann noch ein bisschen Restgewicht durch die Sachen, die wir dazu kriegen, aber das ist verschwindend wenig. So. Ich weiß gar nicht, gibt es einen von uns, der ein Schild benutzt? Die benutzt ein Schild. 4 Rüstung, 7 Schild. Was macht dieser Drachenschild? 7 Rüstung, 8 Schild. Und 2 Leech. Her damit. Dann haben wir für die vielleicht was Besseres. 9, 2 Gift. Nicht so wirklich. Ah, der kann vielleicht jetzt langsam mal ein Schild tragen. Das wäre gut. Oder ist der hier? Nö, der ist sogar besser. Haben wir noch Schmuck übrig? Hier was. Und den hier. Und dann kann er hier den anderen tragen. Passt das. Blattrüstung. Oh, ist ein besser. Kriegt er die. Und jetzt haben wir eine Kettenhemdrüstung für irgendwen anders. 14 Rüstung. 26 Rüstung, also bitte sehr. Ja gut, sie trägt schon was relativ Schweres. Wobei Attraktivität zusätzlich schadet jetzt nicht. 16 Rüstung, 2 Leech ist sehr gut. 16 Rüstung, 4 Attraktivität. 14 Rüstung, dann kriegt sie 16. Komm, reicht es eigentlich, dass wir jetzt nicht mehr überladen sind? Das ist gut.
Dann laufen wir jetzt los. Und müssen sowieso erstmal warten. Jetzt schaue ich mal, ob die Leute noch... Ich meine, viele Wunden haben sie jetzt sicherlich nicht mehr. Der Weise vielleicht noch ein bisschen... Nö, hat er nicht. Die scheinen eigentlich alle relativ fit zu sein. Jetzt können wir endlich dahin. Los! You approach what looks like an animal lair. You feel strong magic protecting this place. But with the compass, you are able to see it and enter. Inside the lair, you see a stump of an enormous burnt-out tree and a gigantic snake-like creature intertwined around it. It has the long, slithering body of a snake and a forked tongue, yet its head is more like a drake. With sharp teeth and horned skull, it also hides wings on its back. It is staring right at you. So, the saviors of Thea have finally slithered in. I waited a long while for this. Okay, ich möchte kurz beschreiben, dass dieses Wesen sehr stark auch an etwas aus der germanischen Mythologie erinnert, wobei vieles aus den beiden Sachen sich gegenseitig beeinflusst hat. Loki soll zum Beispiel ursprünglich auch aus dem Slawischen kommen und da eine Art Feuerteufel gewesen sein. Oder ist irgendwie äquivalent dazu, ich weiß es nicht so hundertprozentig. Und das Vieh hier erinnert mich doch ein bisschen, so wie es da beschrieben wird, an Nidhögg, den Neiddrachen. Also ein Wesen, das bei der Weltenesche Yggdrasil im Germanischen unten an der Wurzel nagt. Was ist das für ein Ort? Das ist doch gewiss nicht der kosmische Baum, oder? Sure are you? And why is that? The Mother Tree does not reside in one place, silly mortal. And so, yes, this is her, in a way. I thought it fitting to snatch her seed and lay in wait right here. So, if you are victorious, the seed can be sown without delay. And if you follow another path, the mother will watch her defeat once more. Wer genau seid ihr? Und ihr sagtet erfolgreich. Also was nun? Seid ihr um gegen uns zu kämpfen? I don't know yet. I have many names. Some call me Worm, some Slibinas, Smish, but you can call me Zmei the Devourer. It sounds more threatening that way, does it not? Denke schon, obwohl, nun da ihr es erwähnt, hat es irgendwie seine Wirkung gemindert. Damn, it did, didn't it? Oh well, Zmei will do. Who am I, you asked before? I am the ever-changing fate. The roll of the dice, the sudden storm on a clear day. Chaos, that is what I am. Warum kümmert es euch, was mit dem Samen oder dem Baum oder vielmehr Thea geschieht? Wollt ihr, dass alles zerstört wird? Gefällt euch die Finsternis? Like the darkness, yes, I suppose so. But complete darkness, like it was before this seed started growing its tiny power. So I suppose I seek to throw us back into the void. A void is wonderfully chaotic, you see. Thea wird aber sterben. Die? That's saying a lot. Many creatures may die, you certainly will. But I, for one, am curious what a lifeless Thea would look like. It was all going so wonderfully well until the sun decided to come back on us. Ihr habt gesagt, dass ihr nicht wisst, ob ihr uns angreifen werdet. Können wir also den Samen bekommen? To your first statement, I say I am no fortune teller. Were you to leave right now, I will likely stay, or maybe not, who knows? To your second request, no. Now before we continue our talk and address the possibility of confrontation, I advise you to decide if you are indeed ready. For if we proceed, and if I am victorious in either flesh or mind, you will seal the fate of your precious Thea. I do not like duels that are uneven, so last chance to come back when you're ready. So, wir haben jetzt die Möglichkeit zu gehen, das sind die ersten beiden, und uns vorzubereiten. Oder zu sagen, wir machen eine Social Challenge, das geht. Aber ich denke, das wird nicht so einfach klappen. Oder wir kämpfen, und darauf habe ich mich vorbereitet. Also, es gibt nichts, worüber wir uns noch unterhalten könnten, Smey. Ihr steht unsere Reise im Weg, und deshalb müssen wir euch Widerstand leisten.
oder Worte sind ja nutzlos. Ihr sagt, ihr seid eine Kreatur des Chaos, doch in Wirklichkeit seid ihr einfach eine Pest, die uns im Wege steht. Ich würde sagen, nehmen wir die hier. Zum Beispiel Smays, Smays alter Helfer und Smays Helfer. Beginnen wir den Kampf. Ah, es sind doch noch ein paar leicht verletzt, aber... Oh. Wobei gar nicht so leicht zum Teil. Aber nichts richtig Schlimmes. Ja, neu mischen. Ja, wenigstens den Ork, den Goblin und sowas. Schön. Wir beginnen. Man muss sagen, Smay ist richtig fett. So. Hier ist es aber nicht wichtig, ob Charaktere sterben, möchte ich sagen, weil hiernach ist auf jeden Fall geschafft. Und wie man sieht, das ist Smay. Und darum möchte ich hier jetzt auch wirklich Charaktere reinhauen, die meinetwegen auch wirklich erstmal Kanonenfutter oder sowas sind, um Charaktere, die viel Schaden austeilen, zu schützen. Vorstoßen. Vorstoßen. So. Das Problem ist halt, dass jeder wirklich durch so einen Treffer umgenietet wird. Und Smay hat Level 29. Wir können den nicht einfach so ignorieren, sage ich mal. Und die anderen Viecher sind halt auch nicht gerade schwach. So. Das heißt, ich versuche hier nach Möglichkeit welche zu haben, die hier in der ersten Runde auch aufräumen können. Und von hier aus weiter auch Druck auf diese Drecksschlange machen. Es kann sein, dass dieser Kampf was länger dauert. Da gehe ich sogar von aus, wenn ich ehrlich bin. Aber wir werden es schon irgendwie schaukeln. Also ich meine einfach durch die Masse, die wir hier mitbringen. Aber wie man sieht, jeder, der einen Angriff von Smay abkriegt, ist sofort hin. Der macht 70 Schaden. Und meine Taktik ist jetzt gegen diesen Kerl einfach immer feste drauf. Der ist quasi so der Raid-Boss. Und das heißt, wir müssen einfach genug reinhauen. Das heißt, wir hauen jetzt alle raus, die wir hier noch haben in der Hinterhand. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall dem genug Schaden machen, um ihn spätestens in der zweiten Runde zu erledigen. So. Epische Schlacht möge beginnen. Gotra legt gut vor bei der Riesenschlange. Goblin haut hinterher. Allerdings ist Rajia jetzt schon erledigt und der hat sich wieder mit 20 geheilt. Wolf stirbt leider, aber der war auch eher als Kanonenfutter dabei. So, Smays Helfer und Smays weitere Helfer hin. So. Ja, die Viecher werden gut aufgeräumt. Ja, das lief. Jetzt geht die zweite Runde los. Gotra macht Schaden. Goblin ebenfalls. Auch Kasia, oder Kasia, ich weiß nicht, wie der Name gesprochen wird, dafür wird sie jetzt umgehauen. Aber das war zu erwarten. Ja, der Goblin ist auch erledigt. Die machen zum Teil richtig viel Schaden. Aber ich denke, wir werden genug austeilen, um den in dieser Runde platt zu machen. Speziell, weil Pavel jetzt mit stumpfem Schaden hinterherhaut. So, und Gift ist gerade extrem nützlich. Weil das halt doppelten Schaden macht, da es mehr verletzt ist. Unsere Hexe macht den letzten Schlag. Super. Ihr wart siegreich. You have defeated the Smay. His monstrous body collapses with a thump and lies lifeless beneath your feet. But from beneath the carcass appears a much smaller worm, smiling at you as he speaks. My, my, defeated by a bunch of villagers. Although it is a fate that great heroes share with me. I never thought a pitchfork could be my earthly undoing. Your gods do laugh at me now. How I do love chaos. How I long to witness what wonderful fate humanity will bring us now. Well done, my friends. Here is your coveted cosmic seed.
You place it on the tree's stump and paint this ancient rune with your own blood. Busmei draws the symbol with his tongue. After that, this place will fall under a protection spell that even I won't be able to penetrate. In time, a long, long time, most likely several of your generations, the tree will grow once more. Or it will not. Its fate is in your hands. I shall watch your decision with pleasure, little one. With his last words, Busmei turns around and disappears into thin air. Hm. Tja, damit haben wir jetzt natürlich einige Verletzte, aber auch einige, die ordentliche Stärke-Buffs bekommen, zumindest Segen. Auch wenn das eigentlich nichts mehr bringt. Und hier die drei haben richtig fette Buffs davongetragen, also 5 Geschicklichkeit, 2 Stärke, 6 Folklore und 3 Magie für alle davon. Ja, machen wir, was wir geplant haben. Legt den Samen auf den Baumstumpf und bringt das Licht zurück. You walk up to the stump and place the seed in the center. You begin drawing the symbol. You notice that a group of non-humans stands close by, trying desperately to walk through some invisible barrier. You're not sure if it is the Zmei, the elf, or maybe the old sage that is helping you, but it matters not. You finish the ritual, and just like the Zmei said, the seed is absorbed into the tree's stump. Immediately, you see life return to the ancient wood, and a single, thin, long branch reaches out, with a tiny green leaf, delicately rustling in the wind. You feel power growing in this place, power beyond any magic, life itself perhaps. The invisible force pushes you away, gently, yet firmly. Slowly, the place becomes less and less material, until it dissolves before your very eyes. You know you will not see it again, and yet hope grows in your hearts. It will take long years before Thea is restored to its former glory, but it is thanks to your efforts that it will be restored. Gut gemacht. Zeit zu gehen. Oh, jetzt spielt der Soundfall nicht. Vor euch erscheint Alisir. Ich habe euren Fortschritt beobachtet und bin glücklich über euren Erfolg. Nun möchte ich mich eurer Familie anschließen, wenn dies in Ordnung ist. Oh, kriegen wir einen Elfenmagier? Natürlich, willkommen. Geht gemeinsam weiter. Übersicht. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, weiterzuspielen oder das Spiel zu beenden. Ich möchte es aber beenden, damit wir wirklich einen normalen, neuen DLC-Stand haben. Erlebte Runden, erhaltene Wissenspunkte gesamt und so weiter. Wir haben jetzt keine Riesenquests abgeschlossen. Schluss der Gottesquest, Erfolg, Siegbedingungen erfüllt, gibt weitere Punkte, seltenster Gegenstand. Ja, wir haben eine gute Palisade gebaut. Lebte Ereignisse 13,92%. Ihr seht, wie viel es noch gibt in diesem Spiel. Überlebte Runden, erforschte Rezepturen. Also anscheinend kriegt man immer ein Zehntel der überlebten Runden als Punkte. Hm. Spiel beenden. Ja. Danach gibt es kein Zurück mehr, schon klar. Oh, augenscheinlich kann ich jetzt schön was vorlesen. Und so erfuhrt ihr, dass der kosmische Baum durch Menschenhand zerstört wurde und mit ihm verbrannte das kosmische Gleichgewicht in Thea. Infolgedessen erlegte die Finsternis ihren kalten Griff um die Welt. Ihr habt euch nicht von den Bitten der Nachtkinder beeinflussen lassen, in der Abenddämmerung zu verbleiben. Noch habt ihr euch von der Logik des alten Wissenschaftlers überzeugen lassen, der versuchte, alle Magie zu vernichten. Nachdem ihr die letzte verbleibende Hoffnung, den Samen des kosmischen Baumes, fandet, besiegtet ihr den Meisterschwindler Smay und entrisst ihm den Samen aus den Klauen. Als sich der Staub gelegt hatte, schlug der Samen seine frischen, verwundbaren Wurzeln an der Stelle, an der einst der kosmische Baum stand. Ein einzelner grüner Zweig streckte euch seine zarte Hand zu, bevor er aus dem Reich der Menschen in die Sicherheit einer anderen Dimension verschwand. Dort wird er wachsen und erstarken, und in den kommenden Jahrhunderten wird die Finsternis besiegt und die hohe Magie nach Thea zurückkehren. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte wird sich der Fluch der Finsternis langsam von den Seelen der ältesten Kinder der Elfen heben. Mit der Zeit werden sie damit beginnen, ihre alten Baumhaine wieder aufzubauen und erneut die Verantwortung für die Magie übernehmen. Euer Dorf wird auch weiterhin gedeihen und wachsen. Es wird vermutlich viele Prüfungen und Beschwerlichkeiten bestehen müssen, doch was auch immer daraus wird, ihr habt die Zukunft Theas und der Menschheit gesichert. Ihr tötet euer Volk, um das Mysterium eures eigenen göttlichen Schicksals zu lösen
und fandet heraus, wie eure göttlichen Kräfte angegriffen wurden. Ihr fandet die Schuldigen, die Gelehrten der großen Universität von Krakau, deren Arroganz so groß war, dass sie das Pantheon herausforderten. Ja, Krakau. Ihr erfuhrt ebenfalls von ihrem wahnsinnigen Plan, den göttlichen Einfluss auf Thea zu unterbinden. Eure Anhänger hatten den Mut und die Würde, sich in eurem Namen vielen Herausforderungen zu stellen und erwiesen sich als wahre Streiter des Pantheons. Eure Streiter entschieden sich, die Tradition zu ehren und das alte Gleichgewicht für die Götter wiederherzustellen, wodurch Stabilität und Wohlstand für die Zukunft gesichert wurden. In ihrem sterblichen Dasein werden sie eure Wiedergeburt vermutlich nicht in Gänze miterleben können. Doch zu gegebener Zeit wird das Pantheon neu erstrahlen und ihr werdet euren Platz in der göttlichen Familie einnehmen. Das Schicksal Theas kann sich dennoch verändern. Der Pfad der Menschheit wird seine Drehungen und Wendungen erleben. Doch dank eurer mutigen Streiter werdet ihr die Macht haben, um euer Volk auf seinem Weg zu helfen, welchen sie auch immer einschlagen mögen. Oh, jetzt kommt die Rückkehr der Riesen, was wir halt nicht gespielt haben quasi. Ich finde schön, dass da quasi Veles die ganze Zeit angesprochen wird. Die Rückkehr der Riesen. In den alten Tagen summten die Riesen ihr ewiges Lied des Lebens und übertrugen somit ihre Kraft auf Thea, wobei sie Gebirge, Flüsse und alles Land formten. Die Erbauer, sanfte und weise Wesen, durchstreiften die Lande in Frieden, bis die Zeit des kleinen Volkes anbrach. Die uralten, wundersamen Wesen wurden zu einer Gefahr für ihre kleinere Art, weshalb die Riesen mithilfe der Kräfte der Ältesten in ihren ewigen Schlummer versetzt wurden. Im Zustand des ewigen Traumes sorgte ihr Lied des Lebens weiterhin für die Vollkommenheit Theas und beschützte es die Kleinen. Doch als die Säulen der Welt zusammenstürzten und der kosmische Baum niederbrannte, zerbrachen leider auch alle Gesetze Theas. Während der langen Nacht verschlang die Finsternis die Lande und vernichtete sie fast alles Leben, bevor die Sonne auf wundersame Weise zurückkehrte. Was jedoch niemand wusste, sie drang auch in die Träume der Riesen ein und verdarb langsam ihre Herzen, Seelen und ihren Verstand. Somit wurde der Schattenfürst, eine Kreatur aus reinem Chaos und purer Zerstörung, geboren. Und er erwachte, um Thea erneut zu verwüsten. Selbst nach der Rückkehr der Sonne, ja sogar nach der Wiederherstellung der Macht des kosmischen Baumes, konnte die Rückkehr der Riesen dies nicht alles rückgängig machen und stürzten die Lande wieder zurück in ihre Verzweiflung. Wie das Lied des Lebens Thea einst Frieden brachte, so hat es nun die Macht, es in Stücke zu zerschlagen. Leider ist es euch nicht gelungen, den Schattenfürsten und seine Schattenlakaien zu besiegen, und somit bleibt das Schicksal Theas auf ewig verdammt. Das ist ja ein scheiß Ende für den ersten Durchlauf. Das wäre halt etwas, im zweiten Durchlauf werde ich auf jeden Fall das machen, nur ich wollte halt erstmal einen Standarddurchlauf machen und dann den DLC in einem eigenen Spielstand nochmal neu starten. Schließen. So, aber ich denke, das mache ich in einer anderen Aufnahme. Und ich schaue einfach mal kurz im neuen Spiel, wen ich ausspielen kann. Ja, wie man sieht, wir haben hier Level 3 erreicht. Und deshalb haben wir jetzt Morena freigeschaltet. Aber ich habe Interesse daran, Lada zu spielen. Weil das wohl eine neue Göttin ist. Alles war nichtig, still und ruhig, warm und gelassen, jedoch einsam. Ihr habt lange Zeit in einem dunklen Käfig gekauert, bis ihr eines Tages aufwachtet. Vom ersten Lichtstrahl getragen, berührtet ihr einen einzelnen Silbersamen und wusstet sofort, dass Hoffnung geboren ward. Eine kleine, hungernde Gruppe von Menschen rief euch in der Stunde der Not an. Ihr antwortetet und wurdet dadurch zu Lada, Göttin der Hoffnung, der Schönheit, der Liebe und Freude. Nun müsst ihr eure leitende Hand über jene legen, die euch verehren, um sicherzugehen, dass Thea eure Botschaft wahrnimmt. Das, finde ich, ist sehr, sehr schön. Also, die würde ich dann halt sehr, sehr gerne spielen. Morena wäre halt eine, die vor allem für Forschung und sonst was steht, und aber auch den Winter und ein bisschen den Tod und so ein Kram. Dann gibt es halt noch Soria, Svarok und Perun, die wir halt alle dann freischalten, wenn wir... Also, Perun schalten wir frei, wenn wir die beiden haben. Und die beiden werden durch Level-Ups auf Level 3 von anderen Göttern freigeschaltet. Das heißt, wir haben jetzt momentan Veles und Horus auf Level 3. Und, ja... Mokosch ist noch Level 1, Morena ist Level 1, Lada ist Level 1 und ich werde dann das nächste Mal mit Lada anfangen. Aber das machen wir ein andermal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt Spaß und freue dich auf eine neue Geschichte bei Thea. Auch wenn sich vielleicht ein paar Ereignisse wiederholen werden. Bis dahin, cheerio!